Ich schuf Menschen in großen Zahl, denn es genügte nur ein Gedanken von mir, und an jede der zu Reife gekommenen Urgeister hatte seine Außenform, und eine jede Form war naturmäßig so geschaffen, dass die Fortpflanzung vor sich ging nach meinem Willen, und immer wieder den Seelen eine Verkörperungsmöglichkeit zu geben, die allmählich auch ihre Reife erreicht hatten. Aber ich begrenzte die Gebiete der Urväter. Versteht, ich wies den Menschen das für sie vorbereitete Land zu. Doch die ersten Menschen, Adam und Eva, hatten die Willensprobe abzulegen, und durch ihren Fall wurde das ganze Menschengeschlecht geschwächt, der ungehorsam gegen mein göttliches Gebot war, gleichsam durch Anwirken meines Gegengeistes Luzifer, auch in jenen Menschen, in jenen Urgeister erwacht, und es hatte sich die Erbsünde, die in der Wandlung der reinen göttlichen Liebe zur Eigenliebe bestand, auch in diesen Menschen wiederholt, denn mein Gegner versuchte sich an allen Menschen, und es gelang ihm diese Verführung, weil die Menschen noch zu wenig Kenntnis hatten von dem, der sie erneut zum Fall bringen wollte. Und es verbreiteten die Menschen sich über die ganze Erde, aber es war und blieb Adam doch der Stammvater des Menschengeschlechtes, und die Fortpflanzung seines Stammes wurde den Menschen zur Kenntnis gegeben und sein Geschlecht verfolgt bis zur Niederkunft Jesu, der um der Erbsünde willen zur Erde niederkam, und die Menschheit zu erlösen. Da Adam nach Luzifer der erstgefallene Urgeist gewesen ist, ist er auch als erster verkörpert worden als Mensch, und hätte er mein leichtes Gebot erfüllt, dann wäre er sehr schnell seine Außenform ledig geworden, und auch alle anderen Urgeister hätten schnell ihren Widerstand aufgegeben, und sie hätten sich bedingungslos mir hingegeben, und ihre Rückkehr zu mir war gewährleistet. Doch sein Ungehorsam war erneuter Widerstand gegen mich, er war eine Wiederholung der ersten Sünde, der Auflehnung gegen mich. Luzifer aber hatte durch Adams Fall wieder an Macht gewonnen, und er nützte diese dem ganzen Menschengeschlecht gegenüber, das nun in gleicher Schwäche wie Adam keinen Widerstand leistete und schwach blieb, bis Jesus Christus kam, um ihnen zu helfen. Ihr Menschen sollt es wissen, dass ich die ganze Erde bevölkert habe, weil viele der ausgereiften Urgeister ihre letzte Verkörperung auf der Erde begehrten und weil an jeder dieser Urgeist auch die Berechtigung hatte, in Menschen die letzte Willensprobe abzulegen. Und es waren deren in großer Zahl, und an jede hatte viel Gefolgschaft, Urgeister, die ihm gefolgt waren und sich ihm immer wieder anschlossen. Und für alle diese wählte ich die Lebensbedingungen auf Erden, die ihren verschiedenen Anlagen entsprachen, und versetzte also einen jeden Urgeist dorthin, ihm die menschliche Außenform schaffend, der dann wieder sich vermehrte, meinen Willen gemäß, und nach meinem Naturgesetz. Die Fortsetzungsart war überall die gleiche, weshalb ich stets dem Urgeist einen zweiten Geist beigesellte. Also es wiederholte sich der Erschaffungsakt des ersten Menschen immer wieder in Gebieten, die unerreichbar waren für die einzelne Menschenstämme, denn es war meine Erschöpfung so umfassend, dass überall der Fortentwicklungsprozess es erforderte, dass sich nun die Urgeister inkarnierten in den Menschen und ich dazu die ersten Voraussetzungen geschaffen habe. Und erst nach wieder langer Zeit nahmen die verschiedenen Stämme die Verbindung miteinander auf. Die geistige Entwicklung war jedoch ganz verschieden fortgeschritten, je nach dem Liebegrad, der alle jene Menschen erfüllte. Doch alle können unterwiesen werden von mir selbst, wenn ihr Widerstand nachlässt und dann auch wieder meine Gebote beachtet werden, und es werden die Menschenseelen ausreifen, denn der göttliche Erlöser Jesus Christus hat das Erlösungswerk für alle Menschen vollbracht, und auch zu allen Menschen kann das Wissen getragen werden
durch Menschen oder durch das Wirken meines Geistes. Doch die direkten Nachkommen Adams werden dieses Wissen leichter annehmen und daher auch zu dem Menschengeschlecht gehören, das noch auf der Erde Erlösung finden kann, dass die Seelen noch auf Erden frei werden können, wenn sie das Erlösungswerk Jesu Christi annehmen, der neben der Ursünde die einstige Sünde Adams auf sich nahm und also der Menschheit die Freiheit erkaufte von meinem Gegner durch seinen Tod am Kreuz. Amen.